Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode meines Bloodborne LPs. In der letzten Episode hatten wir ja einen Boss gefunden, gegen den wir leider gestorben sind. Dann sind wir wieder hier in dieser Traumwelt gelandet. Und nun ist dieser Raum hier offen. Konnten mit diesem alten Mann hier reden. Ich sag dir mittlerweile auch was anderes. Das war eins der Zufluchtsort für Jäger. Eine Werkstatt, in der die Jäger ihre Waffen und Körper mit Blut verbessern konnten. Wir haben nicht mehr so viele Werkzeuge wie einst, aber ihr könnt gerne alles benutzen, was da ist. Sogar die Puppe, wenn ihr wollt. Leicht zweideutig. Sag's noch mehr? Dies war eins an nee, okay. Das ist eine Art Erinnerungsaltar, okay. Das Werkstattwerkzeug für die Aufgabe ist nicht vorhanden. Ei. Um diesen schrecklichen Traum des Jägers zu entkommen, halte die Quelle der sich aufbreitenden Plage der Bestien auf, damit die Nacht nicht ewig dauert. Lang gesammeltes Wissen, braucht man nicht. Rebellion. Alles runterschmeißen. Bam. Okay, also wir haben jetzt gelernt, dass man mit dem Blut, das wir die ganze Zeit gesammelt haben und meistens wieder verloren haben, weil wir jämmerlich abgekratzt sind. Das sieht wirklich aus. Kann man sich hier scheinbar verbessern. Dann wollen wir das doch mal gleich ausprobieren, denn unsere Kämpfe gegen diesen, die gegen den Boss und generell auch gegen die Wölfe da, war ja nicht so sonderlich erfolgreich. Sollten wir uns vielleicht ein bisschen verbessern. Gehen wir mal zum Zentrum. Da haben wir ja einen Shortcut freigeschaltet. Wie finden wir bei dem? Den haben wir noch nicht so ganz erkundet. Da wurden wir ja unterbrochen von diesem Boss, den wir dann gefunden haben. Dann wollen wir mal sehen, was wir da noch so finden können. Und die Brücke sind wir ja auch nicht lang gelaufen, also bis zum Ende. Wobei wir da ja schon eine Strategie ausgearbeitet hatten, wie wir denn diese Wölfe loswerden und den. Der Rabenhutzi ist eigentlich. Oh. Nicht mal so ein großes Problem gewesen, dieser Typ mit den Raben. Ja, du bist schon dead. Die Raben, die hatten ja relativ wenig HP. Ich glaube, ich farm einfach mal ein paar Leute, oder? Was sind diese Stimmen? Wo kommen die her? Wer labert da? Okay. Ja, verflucht, bla bla bla, halt mal die Gosch hier. Da seid ihr. Ist gerade sehr dunkel hier drin, also ihr solltet vielleicht mal ans Licht gehen. Vielleicht seht ihr dann auch gesünder aus, als ihr es jetzt tut. Ihr macht nicht lange. Ja, wir machen doch schon eine Weile. Also ich bin noch ein paar Mal abgekratzt, aber. Schon 300 Seelen, ist das gut? Also wenn ich mir die Preise da angeguckt hatte, kann sich ja die
die Leute da trotzdem angucken, die Preise, aber es sah nicht so unglaublich gut aus, nicht wahr? Das war nicht so schlau! Draufhauen. Hussa! So, jetzt sind wir wenigstens mal am Ende der Brücke angekommen, auch wenn wir cheatermäßigerweise durch eine Abkürzung diese Hunde umgehen haben. Also umgangen sind. Nochmal alles kaputt hier. Frag mich, was in diesen Sarkophagen drin ist. Wenn man die vielleicht irgendwann aufmachen kann, so secret-mäßig. Das hier ist auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass es. Ah ja, war so klar, dass das ein weiterer Boss ist. Du bist so hässlich. Der andere fällt mir viel besser. Aua. Wenn man dann auch Skill hat. Ja gut, nicht dumme Dinge tut, so wie die da. Ja, das juckt ihn mal gar nicht, ne? Manchmal kann man die interrupten mit der ganzen Sache, aber ja, dankeschön. Hi, was geht? Darf ich mich heilen? Okay. Da ist ein Gegenstand. Ich weiß ja nicht, eventuell ist der hilfreich. Ja, cool daneben gehauen. Ich glaube, er ist ein bisschen sauer. Ich weiß nicht. Alter, hat der viel HP? Nee. Oh, böse. Böse. Aber ich habe da einen Gegenstand gesehen. Eventuell. Hat der Typ etwas, das uns gegen diesen Heini ein bisschen was hilft, weil langsam wird's richtig hart, ne? Ich hab nur noch 5 Blutfiolen. Und diese Blödmänner hier droppen irgendwie gar nichts. Extrem nicht nett von denen, wenn du mich fragst. Ja, du zum Beispiel, du könntest mal was droppen. Ich... Mann! Diese verschissenen Quecksilberkugeln brauche ich doch gar nicht! Die habe ich schon! Bitte Spiel, sei mal nett zu mir! Und gib mir ein paar Blufi, oh ja! Das war ein Zeichen guten Willens oder sowas, ich weiß auch nicht. Damit ist es jetzt aber auch schon wieder vorbei. Ja, der hat nichts gedauert. Ah, kurz den Kaffee leer gemacht. Beep, 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 beep. Also länger als du auf jeden Fall. Ich weiß nicht mal, wieso die das gerade alles sagen. Vorher haben sie immer was anderes gesagt. Nein, falsche Taste, ich wollte das da.
Weil nämlich, jetzt kann ich... Dachte ich zumindest. Ja, das ging eigentlich nicht schlecht. Blöderweise hatte ich schon nur wieder eine Blutfiole versemmelt. Ah, jetzt ist es so. Weil der ist der jetzt schon die ganze Zeit da. Ja, es sieht irgendwie so aus. So ein bisschen durch den Nebel kann man ihn, glaube ich. Ja, da sieht man ihn. Ich mag dich nicht, muss ich echt sagen. Goddammit. Das war heil. Ich weiß nicht. Soll ich die Waffe verwenden? Da habe ich ein bisschen mehr Reach, also ein bisschen mehr Reichweite gegenüber diesem blöden Drecksviech. Ja, cool, gut gedutscht. Ich wollte eigentlich nur meine Blutfiole einsammeln. Nein. Du kannst mich in Ruhe lassen. Mal ganz kurz. Ich muss nämlich hier... Quicksilber gucken. Alter. Ja, natürlich. Und ich dachte schon, dieser blöde, dreckige, dumme Gegenstand da hilft mir irgendwas. Okay. Ja, was hätte ich denn gedacht? Der Welt von Bloodborne hilft dir gar nicht. Außer deiner Axt. Die ich witzigerweise gewählt habe. Gab ja aber auch nichts viel anderes. Kann doch was machen. War eine Hacke oder was? Das war ja mal. Konnte man nicht wirklich eine Waffe nehmen. Geh mal. Mir kommt halt irgendwie vor, dass ich relativ wenig Schaden mache. Oh wow, sogar zwei. Bam, bam. Ich weiß nicht, irgendwie. Vielleicht bin ich mit der Waffe in diesem Modus ein bisschen unbeweglicher, was gegen den Boss natürlich nicht so der Bringer wäre. Und ich muss diese Anvisiererei mal mehr benutzen. Das scheint sehr wichtig zu sein in diesem Spiel. Ja, cool. Das ist mir trotzdem. Ich schlag mit dem hier auf jeden Fall ein wenig langsamer, wollte ich sagen. Wörter. Alle kaputt machen. Alle kaputt machen. Servus, was geht denn hier? Oh, der Slash hier ist richtig gut, wenn man auch gut spielt. Natürlich. Ha! So. Ich weiß jetzt halt nicht. Also wir wissen jetzt auf jeden Fall mal, was dieser Gegenstand da hinten ist. Der bringt uns auf jeden Fall mal überhaupt gar nichts. Weil es bloß so eine dumme Kanonenkugel ist. Also wenn es Kanonenkugel mit Kanone wäre, wäre es natürlich geil. Ja, sexy. Show me those moves, those nitty button, die da. Autsch. Okay, nee, irgendwie mit der Axt geht gerade gar nicht so. Obwohl ich mir eigentlich einen Schaden gemacht habe. Angriffe sind da. Denke ich, bringt einfach mehr und kriegst mehr Attacks raus auf den. Nummer 2, das Gute an der Sache ist, wenn ich immer an dem sterbe, dass ich meine Blood Echoes da droppe. Das heißt, ich stack die einfach jedes Mal. Wenn ich dann irgendwann in näherer Zukunft so mal eventuell in 5000 Jahren vielleicht. Besiege, habe ich dann einfach mal einen Haufen von den Dingern und kann so viel schönen Swag kaufen, dass ich danach total overpowered bin und diesen anderen Jägerfuzzi da in dem Garten oder was auch immer das war, besiegen kann. Das einfach nur, indem ich die Leute hier töte. Natürlich könnte ich es auch so machen. Ich könnte einfach jedes Mal durch das komplette Level laufen und dann zum Boss reingehen. Dann stecke ich natürlich noch mehr Blood Echoes. Es ist nur exponentiell viel mehr Gefarme und einfach nur super langweilig dazu zu gucken. So viel Tolles habe ich nämlich nicht zu erzählen, um das Ganze dann irgendwie
sinnvoll mit etwas auszufüllen. Hat aber ja auch schon. Ja auch schon hochgelaufen. War nichts Tolles. Da will ich aber wirklich diese Axt benutzen, weil das ist super swag. Achtung! Lalalai. Oh, es ist schön einfach nur. Oh, wenn du mal irgendwie mal stark fühlst, weißt du, das ist immer super selten in diesem Spiel. Einfach mal denkst, boah, Freundchen, du hast ja überhaupt keine Chance gegen mich. Ne? Toll. Sottele! Hallo, du behaartes, dummes Vieh. Oh cool, da sind gleich mal meine Blog-Echos. Einsammeln! Boah, jetzt fühle ich mich ultra rich. Okay, was machst du jetzt? 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 Ja, natürlich. Dodge halt voll in die schwingende Hand rein, weißt du? Das ist die allerbeste Idee, Leute. Bringt euren Kindern bei, wenn ihr jemals einem riesigen Vieh begegnet. Es greift euch an. Dodge immer mitten in den Angriff rein! Und schlagt auf jeden Fall immer daneben. Daneben zu schlagen ist immer das Beste. War es auch schon immer ein Pokémon. Hat auch überhaupt nicht genervt, wenn dein dummes Pokémon einfach mal verfehlt hat. Oder noch besser, sie selbst verletzt hat. Haben wir ganz andere Fässer auf hier gerade. Ich meine, ich bin hier echt. Nein, da wollte ich nicht nochmal angreifen. Bitte, bitte, lass mich weg. Nein, ja, danke. Ah. Geh doch weg, geh doch weg. Auch nicht mich graben. Hau ab. Au. Mein Account Damage. Oh. Alter, Scheiß. Ich weiß nicht, kann man den irgendwie buggen, weil der... Das macht ihm 8 Schaden, cool. Schau mal deine Hand hier. Händchen halten. Oh, wie süß. Den ein bisschen ärgern. Keine ganz gute Idee, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht. Das sieht jetzt ziemlich sauer aus. Nein! Oh Lord! So, ich habe mir jetzt mal eine Rüstung zusammengebastelt. Eine neue. In der Hoffnung, dass mir das irgendwie hilft. Es wird mir nicht unglaublich viel helfen. Da der ja trotzdem ziemlich viel Schaden macht. Ich hoffe, dass es wenigstens mal so allgemein irgendwie etwas bewirkt. Jetzt hätte ich fast versemmelt, nicht wahr? Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich echt die andere Waffe nehmen sollen am Anfang, weil die höchstwahrscheinlich einfach schneller ist. Ich weiß das auch nicht. Mal. Ich muss halt echt irgendwie sagen, dass meine Angriffe nicht so deutlich viel Schaden machen. Nirgendwo. Vor allem nicht bei Fetti Fettwanst. Jo. Jo, dodge voll rein. Never lucky. So, here we go again. Mehr HP hat mir diese Rüstung leider nicht gegeben. Aber ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt ein bisschen besser dastehe. Ah, so geht das natürlich nicht.
Jo, grab mich halt. Das fängt ja schon gut an. Wobei ich echt das Gefühl habe, dass am Anfang die ersten paar Angriffe echt viel Schaden machen. Da schmeißt den Molotow daneben, da wäre ich den Typen anvisiert, ey. Also ihr Jäger, ihr trefft nicht so wirklich viel, ne? Ja, cool, ey, ich wollte dodgen, wie wär's? Naja, das ist sofort wieder Supermodus, ey. Renn um dein scheiß Leben! Oh, meine Molotovs sind schon leer. Das ist natürlich schade. Kannst mal aufhören, in deinem Power-Modus zu sein, das macht mir Angst. So, also anscheinend kann man manchmal sozusagen stunnen. Ich weiß nicht ganz genau, wie das funktioniert. Das war zu greedy, viel zu greedy. Bis ich auch gerade irgendwie nicht raffe. Aua. Oh, er ist natürlich wieder in Übermodus. Aber wenn du da hinten hinläufst, finde ich das gut. Heil mal kurz. Hoffentlich ist sein Rage-Modus gleich fertig. Ja. Hat mich halt doch erwischt. Ja, cool. Kannst du mal da... Er ist eigentlich das. Echt gemein, der Typ. Zu langsam. Oh, ihr glaubt gar nicht, wie schwitze wir gerade sind. Ja, ich fress halt alles. Ja, und er ist in Raid-Mode. Tschüss! Ja! Komm schon, geh einfach an ihm vorbei. Dieser Hüpfer nach hinten. Oh! Au, au. Nein, nochmal dort schon. Die rennen weg! Die rennen weg! Die rennen weg! Alter, Scheiße! Nein! Ah! Hey, dieser Typ!
Naja. Wenigstens sind wir im Allgemeinen gerade weitergekommen wie bisher. Oh. In der nächsten Episode geht's hier weiter. In der Hoffnung, dass wir den Boss dann auch besiegen können.